Ja, ich bin Sieglinda Oppelt. Ich bin Unternehmensberaterin und Coach für Führungskräfte. Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Frankfurt. Und ich bin spezialisiert auf das Thema Spirit in Business und integrales Management. Das heißt, ich begleite Firmen darin, wie können die integral erfolgreich sein? Also wie können die wirtschaftlich prosperieren und dabei ein Gewinn für den Menschen und ein Gewinn für das Leben sein? Das ist der Ansatz. Ja, und wie kann das gelingen, dass wir auf allen Ebenen erfolgreich sind? Wir haben eben schon die Forderung gehört, es geht darum, dass wir nicht nur materiell, sondern eben mehr als das erfolgreich sind. Wie kann das gehen? Das gelingt uns natürlich mit einem besonderen Spirit in Business, mit einem besonderen Geist in unserer Unternehmenskultur. Und in jedem Organismus ist ein eigener, besonderer Geist lebendig. Und den lebendig zu halten, zu achten, zu pflegen, das ist quasi die Aufgabe von der Führung im Unternehmen. Und ich arbeite mit vielen Unternehmen zusammen. Das sind alles Vorreiterunternehmen. Und die haben zum Teil auch einen CSO etabliert, einen Chief Spirit Officer, der genau guckt, ob wir spirituell intelligent unterwegs sind oder spirituell weniger intelligent. Und das zeigt sich in unseren ökonomischen Ergebnissen. Ja, diese Unternehmen wurden mit vielfachen internationalen und nationalen Wirtschaftspreisen ausgezeichnet, wie dem Spirit at Work Award in New York oder mit dem Preis der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Sie gelten als Hidden Champion oder als Bayerns Best 50 Unternehmen. Sie gehören zu den Top 100 Arbeitgebern in Deutschland. Also das zeigt sich, das, was wir für auszeichnenswert halten heutzutage, das hat sich verändert. Wir zeichnen nicht mehr Unternehmen aus, die nur materiell erfolgreich sind, sondern mehr als das. Natürlich rangieren heute noch im DAX einseitig und eingleisige Unternehmen oben, aber diese Vorreiter machen deutlich, oben ist längst nicht mehr vorne. Viele von diesen Beispielen und auch die Erfolgsprinzipien, die Führungsprinzipien, die dazugehören, habe ich in dem Buch dargestellt. Ich kann heute nur eine kleine Auswahl bieten. Es geht mir heute um den integralen Erfolg, um das Thema Sinnvisionen, um das Thema Spirit in Business. Beginnen wir mit dem integralen Erfolg. Was ist integraler Erfolg? Ich habe es eben schon erwähnt. Ich definiere ihn aus der Summe von wirtschaftlichem Erfolg, Erfolg für den Menschen, der für mich arbeitet, und dem Erfolg für das Leben und dem Erfolg für die Gesellschaft, für die natürliche Mitwelt. Und nur wenn wir auf all diesen drei Ebenen erfolgreich waren, dann können wir sagen, okay, wir waren ökonomisch erfolgreich. Und das ist ja die Krux, wir verwechseln heute oft wirtschaftlichen Erfolg mit ökonomischem Erfolg. Wenn wir nur darauf fixiert sind, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, dann ist das oft nicht ökonomisch. Und wenn wir nur darauf fixiert sind, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, dann sind wir im Grunde viel zu bescheiden, auch wenn unsere wirtschaftlichen Gewinne exorbitant sind. Und das ist so mein Anliegen, weshalb trete ich an in der Wirtschaft, weil ich Unternehmen darin begleite. Ich weiß, wir können auf allen Ebenen erfolgreich sein. Es geht um People, Planet und Profit. People, Planet und Profit. Wir können das, wir müssen nur danach fragen. Ein Beispiel dazu, dass diese Art des Wirtschaftens und des integralen Erfolgs auch was mit dem Spirit zu tun hat. Das ist Carlos Ghosn. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Er wurde 2005 zu Renault geholt. Er galt als ein hervorragender Sanierer in der Automobilbranche. Er war vorher bei Nissan tätig und hat Nissan wieder auf Erfolgskurs gebracht und kam dann 2005 zu Renault. Und heute ist er gewechselt in den Aufsichtsrat. Ja, meine Frage an Sie, wir spekulieren mal und ich betone, es ist wirklich rein hypothetisch. Was für ein Geist, was für ein Spirit wird da sichtbar? Bitte? Kampf? Martialisch. Nochmal? Martialisch. Faustschläge. Bitte? Aufbruchstimmung? Vehemenz. Entschlossenheit. Aufruf zur Aktivität. Die Fäuste gehen in die andere Richtung, der Blick geht nach oben. Das heißt, er ist auch nicht interessiert um die Wünsche der Menschen, sondern er sieht drüber. Er hat einen Aufwärtstrend im Blick. Aber nicht positiv. Wir gucken mal, er meidet irgendwie die
Ebene. In dem Moment gerade. Genau. Was hat er vorgehabt? Der Carlos Ghosn ist angetreten, um den Konzern wieder nach vorne zu bringen. Renault hatte in 2005 mit sehr großen Gewinneinbrüchen zu leiden, deshalb wurde er geholt. Und er hat eine Strategie vorgelegt, die nannte sich Contrat 2020. Und es ging darum, mehr Modelle auf den Markt zu bringen. Früher hatten die, also es ging darum, 26 Modelle in 3 Jahren auf den Markt zu bringen. Das heißt, 8 Modelle pro Jahr. Früher hatten sie 3 Modelle pro Jahr auf den Markt gebracht. Das heißt, eine drastische Steigerung und die Führungsmannschaft und auch die Mitarbeiter wurden nicht erhöht. Wir konnten in 2007 in der Frankfurter Rundschau lesen, dass es zu einer Serie von Suiziden gekommen war im Renault-Konzern. Sie haben es verfolgt. Genau, also die hatten, ich glaube, eine 2-stellige Zahl an Suizidfällen in der Führungsriege. Und wir konnten lesen, bevor sich Raimund D. zu Hause mit seinem Gürtel erhängte, notierte er in einem Abschiedsschreiben die Gründe für seinen Verzweiflungsakt. An erster Stelle nannte der 38-jährige Familienvater und Ingenieur im Renault-Technologiezentrum die Überlastung durch die Arbeit. 2 andere Renault-Angestellte brachten sich in den vergangenen Monaten in der Nähe ihres Arbeitsplatzes um. Einer ertränkte sich in einem See und der 2. sprang aus dem 2. Stock des Firmengebäudes in den Tod. Der enorme Arbeitsdruck, den die Konzernleitung ausübe, werde vom Management auf die unteren Ebenen übertragen und sogar noch verstärkt. Und daraus entstehe beim einzelnen Arbeitnehmer der Eindruck, ständig überkontrolliert zu sein und notfallmäßig zu arbeiten. Das heißt, ich will damit nicht sagen, dass der Carlos Ghosn ein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Manager, überhaupt nicht. Der ist ja mit einem guten Anliegen angetreten, den Konzern wieder nach vorne zu bringen. Und Renault sind auch nicht die anderen. Renault ist in jedem von uns. Wenn es finanziell eng wird, ja, dann lassen wir uns schnell hinreißen zu einem Spirit der Angst oder des Drucks. Jetzt muss es aber. Ja, aber wir werden dadurch eng und wir verknappen unsere Mittel. Wir sehen nicht mehr alle Möglichkeiten. Und wenn wir das integral bilanzieren, dann können wir sagen, das war kein Erfolg für das Leben und die Gesellschaft. Ein 38-jähriger Familienvater, jetzt wird die Witwenkasse zuständig, die sozialen Sicherungssysteme werden belastet. Er hätte noch viele Jahre einzahlen können. Jetzt müssen die zahlen. Also gesellschaftlich gesehen, vom Leben her gesehen, war das kein Gewinn. Für die Menschen war das ein Erfolg. Ein Suizid kann schlechthin als Erfolg gelten. Auch für die Kollegen, die in einem ähnlichen Dunst des Drucks gearbeitet haben, ja, war es auch kein Erfolg. Die waren nie so erfolgreich wie sie und so produktiv und so innovativ, wie sie hätten sein können. Mal ganz abgesehen von dem Leid der Hinterbliebenen, der Familien. Also hier war es dann auch kein Erfolg. Wirtschaftlich, gut, der Konzern hat wieder aufgeholt. Dennoch, wenn wir integral bilanzieren, können wir sagen, es war kein ökonomischer Erfolg. Es hat also was mit dem Spirit zu tun. Angst oder Druck? Oder auch eine andere Möglichkeit zu wählen, wie zum Beispiel der Dieter Reitmeier von der Redi Group. Er ist Inhaber und Chef der Redi Group und er ist in der ähnlichen Branche tätig, nämlich in der Automobilzulieferindustrie. Und die hatten auch unter extremen Gewinneinbrüchen in 2008 zu leiden. Und oft denken wir in solchen Krisensituationen, wir können im Management nur nach herkömmlichen Rezepten agieren. Personal abbauen. Wir müssen als Management markige Rezepte vorgeben und Strategien, das und das muss erreicht werden und mit Druck und Angst zu agieren. Es geht auch anders. Er, der Dieter Reitmeier, hat seine Mitarbeiter eingebunden, er hat sie gefragt. Er befand sich damals in einer Situation mit 40 Mitbewerbern in dieser Zulieferindustrie. Von diesen 40 Mitbewerbern sind 5 übrig geblieben, die heute noch existieren. Und er ist einer davon. Was hat er gemacht? Sie hatten einen dramatischen Auftragsrückgang und er hat seine Mitarbeiter eingebunden und hat nach Lösungen gesucht. Er hat einfach seinen Mitarbeitern unterstellt, die haben eine Weisheit in sich, ein Intelligenzpotenzial, eine Kreativität, einen Willen zum Sinn, einen Willen, was Positives zu gestalten. Und er hat die gefragt und so sind die heute als einer von 5 übrig geblieben. Die gelten als einer der Best-Practice-Unternehmen. Die haben den Vision Award 2008 bekommen und eben auch den Best-Practice-Award. Das heißt, es geht auch anders. Die haben neue Betätigungsfelder gesucht und sind nach einer harten Durststrecke belohnt worden für diese Spirit des Vertrauens. Ich vertraue, dass da in jedem Einzelnen etwas ist, eine Kostbarkeit, die
die ich nur abfragen muss. So, in diesem Sinne möchte ich fortfahren, Sie an etwas zu erinnern, was die Gundula Schatz schon so herrlich ausgeführt hat. Ich möchte Sie an etwas erinnern, das in Ihnen angelegt ist, das in Ihnen lebendig ist, eine Fähigkeit, etwas, das Sie belebt, Ihre spirituelle Intelligenz. Und warum ist die im Unternehmen so wichtig? Es ist die Fähigkeit, die Intelligenz, die uns die Frage stellen lässt, nach dem Wozu. Wozu bin ich als Person hier? Wozu bin ich als Unternehmen hier? Wozu gibt es uns als Unternehmen? Wozu machen wir so etwas wie Wirtschaft? Sicher nicht, um die Zahl der Suizidfälle zu erhöhen, sicher nicht, um die Zahl der Depressiven zu erhöhen. Ein anderer Kunde von mir, die Akademie Heiligenfeld, ist spezialisiert auf Burnout-Symptome und Burnout-Krankheiten, was letztendlich auch eine Depression ist. Die kaufen ein Unternehmensgebäude nach dem anderen. Die haben schon eine ganze Parkmeile da gekauft. Straßen werden schon fast nach denen benannt, weil sie solche Wartelisten haben von Burnout-Kranken in der Wirtschaft. Wozu machen wir sowas wie Wirtschaft? Wozu? Und auch sicher nicht, um in einen finanziellen Abwärtsstrudel zu geraten, wenn Finanzsysteme und Börsen crashen. Nikolaus Kimmler hat dazu ja einen eigenen Kongress organisiert. Also die spirituelle Intelligenz ist es, die uns die Frage nach dem Wozu stellen lässt und nach dem Sinn. Damit sind wir bei dem Thema Sinnvisionen. Das sind lauter Vorreiterunternehmen, die integral erfolgreich sind. Sie unterscheiden sich vom klassischen Manager. Manager des klassischen Typs sehen bis zum Horizont, genauer gesagt bis zu dessen Linie. Sie nennen sich Realisten. Integrale Manager blicken über den Horizont hinaus. Solche Menschen nennen wir Visionäre. Und Visionäre sind die eigentlichen Realisten. Schließlich hat jede positive Entwicklung in unserer Menschheitsgeschichte, die wurde immer von Visionären initiiert. Denken wir an Nelson Mandela, an Henry Ford, an Gorbatschow. Immer ging positive Entwicklung von Visionären aus, die sich vorstellen könnten, dass etwas anderes, was bisher existiert, Realität wird. Die haben quasi aus diesem Quantenfeld, wir sind ja ein Quantenfeld, ja, diese Materie, die wir sind, das ist Materie, sie sind Materie, relativ solide und fest, unser Fuhrpark, alles, was dazugehört, Materie. Wenn wir der auf den Grund gehen und diese Materie unter das Mikroskop legen, dann stellen wir fest, dass die Materie sehr schnell aufhört, Materie zu sein. Dann sehen wir, aha, wenn Sie sich gemeinsam mit mir mal unter das Mikroskop legen, sich das vorstellen, dann sehen wir die Hautstruktur, dann sehen wir die Moleküle, aha, die Moleküle bestehen aus Atomen. Und da haben wir schon über 90% nichts in den Atomen. Da haben wir einen minimalen Kern von Neutronen und Protonen mit einer vernachlässigbar geringen Masse und ein paar Elektronen, die da rumschwirren. Und wenn wir noch tiefer schauen auf die subatomare Ebene, da stellen wir fest, dass wir aus Quanten bestehen. Und Quanten sind diese winzigen Energiepakete, die sich als Welle und als Teil verhalten können. Das heißt, hier sehen wir, wir sind im Grunde ein Feld wabernder Energie, die sich erst durch unsere vergröberte Wahrnehmung als Materie darstellt. Die Physiker sagen auch, wir sind ein geistiges Feld. Das Quantenfeld, das wir sind, ist ein geistiges Feld. Und erst durch unsere Aufmerksamkeit gerinnt diese Potentialität zur Realität. Das heißt, Visionäre konnten sich immer vorstellen, aus diesem unendlichen Möglichkeitsraum, aus dieser Potentialität zu schöpfen und etwas aus dem Hintergrund der Quantenwelt nach vorne zu holen und ihm eine Kontur, eine Form zu geben. Vorreiterunternehmen haben keine Unternehmensvision. Die haben eine Sinnvision. Um den Unterschied deutlich zu machen, eine Unternehmensvision, wenn wir eine Unternehmensvision haben als Firma, wie fragen wir dann? Dann fragen wir meistens, wie können wir unseren Marktanteil erhöhen? Wie können wir den Markt noch besser ausschöpfen? Was kann uns der Markt noch bringen? Und dann finden wir so Antworten und nennen das dann unsere Vision. Die heißen dann, ja, wir wollen die Nummer eins in dieser und jener Branche werden.
Ja, das ist so attraktiv wie eingeschlafene Füße. Also, und da spürt man schon die Anstrengung durch und den Kampf und der Burnout, der ist schon ahnbar. Ja, oder als Hotel sagen wir dann, ja, wir wollen 85% Bettenauslastung erreichen. Oh, ja. Und wahrscheinlich hat fast jedes Hotel so eine Vision in der Schublade liegen. Aber was ist unsere Einzigartigkeit von unserem Unternehmensorganismus? Da müssen wir schon anders fragen. Die Sinnvision eines Unternehmens, die finden wir, indem wir nicht fragen, was kann uns der Markt noch bringen? Da fragen wir, was ist es, was das Leben von uns braucht? Was ist es, was das Leben von uns als einzigartigem Organismus braucht? Und im Grunde können Sie das ja auf Ihre personale Struktur genauso übertragen. Bei der Vision Ihres eigenen Lebens, da hilft es auch zu fragen, was ist es, was das Leben von mir braucht? Welches einzigartige Talent ist in mir angelegt und was ist es, was das Leben von mir braucht? So, also ein Beispiel einer Firma, das ist die Barbara Scheitz, Geschäftsführerin der Andechser Molkerei Scheitz in Andex, in einem bayerischen Ort. Es ist die größte Biomolkerei Europas. Und in einer Zukunftswerkstatt haben wir folgende Vision gefunden. Wir sind frei zur Dienstleistung. Es klang eben schon an, das Dienen, ja, als ein spirituelles Prinzip. Wir sind frei zu dienen. Wir sind frei zu dienen. Natürlich haben die auch Verpflichtungen ihren Banken gegenüber. Dennoch sind die frei. Also das ist eine ganz große Haltung, diese Freiheit. Wir sind frei zu dienen. Was bedeutet das denn konkret für das Unternehmen? Ja, so wie diese Andexer das verstehen, wir sind frei zu dienen dem Verbraucher durch hochwertige veredelte Produkte, indem wir Natürliches natürlich belassen. Dadurch dienen wir auch dem Landwirt, der Mitwelt und den Tieren. Und wir sind frei, uns selbst zu dienen, indem wir uns selbst weiterentwickeln. Wussten Sie eigentlich, dass wenn Sie Bioprodukte konsumieren, weniger Steuern zahlen? Ein paar Minuten, ganz wenig Minuten. Okay, gut. Also alles, was ökologisch hergestellt wird, die Böden haben eine höhere Speicherkapazität von Wasser und dadurch wird weniger Steuergeld für den Bau von Dämmen gebraucht. Also das heißt, Sie zahlen weniger Steuern im Grunde. Also diese Verbundenheit wahrzunehmen, ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, die bauen ihr Verwaltungsgebäude neu im 100-Wasser-Stil. Dieses Verwaltungsgebäude wird gleichzeitig als Kulturzentrum eingerichtet, das jedem offen steht. Die haben sehr clevere Lösungen in der Energieeffizienz, arbeiten nur mit Ökostrom. Die haben schon sehr viele Brancheninnovationen hervorgebracht, entgegen dem Markttrend. Die haben die braune Glasflasche in den 80er Jahren gebracht und alle sagten, das geht niemals. Und die haben das durchgesetzt, die haben Stevia jetzt gebracht. Also die haben sehr viel Innovationen schon hervorgebracht. Und noch wichtiger als eine Vision ist beinahe das Ziel hinter dem Ziel. Wir haben gefragt, was ist das, wenn die Vision umgesetzt ist und alle Meilensteine, welche Qualität ist dann erlebbar für euch? Und dann kam, dann ist Frieden. Und das ist dieses Emotionale, wo Nikolaus Kimmler sagte, ja, wir müssen es verstehen, aber wir brauchen auch das Emotionale. Wir brauchen das Rationale und das Emotionale. Und das ist das, was bindet. Wenn Sie eine Sinnvision haben, dann will da jeder mittun. Der Vertriebsmitarbeiter Anfang 60 in diesem Unternehmen, der sagte, na, hoffentlich bin ich noch dabei, bis wir die ganze Vision umgesetzt haben. Also da spekuliert niemand auf die Frührente in Unternehmen, die eine Sinnvision haben, die werden magnetisch für Mitarbeitende und für Kunden. In einem anderen Unternehmen, da sagt der Verkaufsleiter, Herr Andersen im Bio-See-Hotel, nach mehrjähriger Zugehörigkeit, und Herr Andersen, wie ist es? Es ist für mich jeden Tag ein Genuss, zur Arbeit zu gehen. Also es ist für mich jeden Tag ein Genuss, zur Arbeit zu gehen. Wenn irgendwo was Sinnvolles passiert, da wollen wir dabei sein. Also da brauche ich keine Motivationsprogramme. Die wurden auch ausgezeichnet als Unternehmen mit Weitblick und als Hidden Champion. Vorreiterunternehmen, bitte? Ich habe noch 2 Minuten. Oh ja. Die haben Visionen, die dem Leben dienen. Die haben auch das Ziel hinter dem Ziel im Blick.
die sind rational und spirituell intelligent. Also Spiritualität ist ja nichts, was auf das Meditationskissen verbannt wäre und wo sie eben sagten, ja, das, dafür waren die Kirchen bisher zuständig. Und das ist so meine Berufung, so diese Zusammenschau herzustellen, dass Spiritualität und spirituelle Intelligenz auf dem Boden der wirtschaftlichen Tatsachen stattfindet. Jeden Tag, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht, es wirkt immer. Ich kann in einem Geist unterwegs sein, der sich ökonomisch auszahlt, oder ich kann in einem Geist unterwegs sein, der sich ökonomisch wenig auszahlt. Es wirkt immer, es findet immer statt. Hier werden Unternehmen zu Orten, denen Menschen zugehörig sein wollen, und sie machen die Zukunft in der Gegenwart erlebbar. Es ist nämlich dieser Dreiklang von People, Planet und Profit. Ja, abschließend würde ich gerne noch ganz kurz zum Thema Spirit in Business kommen, in einer Minute oder anderthalb. Die Quantenphysik hilft uns sehr gut, dieses Thema Spirit in Business zu verstehen. In einem Versuch der Quantenphysik wurden ein Diphoton, also das heißt ein Lichtquant, ein ursprünglich verbundenes Lichtquant, in zwei Photone geteilt und in eine Entfernung von über 100 Kilometern auseinandergebracht, zwei Lichtquanten. Dem einen Lichtquant wurde ein Impuls gegeben, ein Spin, und instantan in derselben Sekunde vollzog das zugehörige zweite Photon diese Veränderung mit. Die waren aber nicht verbunden. Das heißt, passiert hier etwas, passiert es hier gleichzeitig. In Überlichtgeschwindigkeit, das zweite Photon spürte quasi die Veränderung, ohne dass Raum und Zeit überwunden werden musste. Das heißt, wir leben in einer verschränkten Wirklichkeit. Das sagen uns die Physiker. Und das findet ständig statt. Diese Frequenz, ich bin ja ein Quantenfeld in einem größeren Quantenfeld, und jeder von uns, Sie sind ein Quantenfeld, in uns geht es ja quantenartig zu. Ja, jeder Mensch, jedes Unternehmen ist quasi eine Ausbuchtung des einen Feldes. Und ich gebe ständig Signale in das Feld hinein mit meinem Geist. Hier ist kurz aufgezeichnet, mein Spirit kann wenig ökonomisch sein oder er kann sehr ökonomisch sein. Angst hatten wir gesehen bei Renault, Ablehnung, Gleichgültigkeit schon ein bisschen besser, Akzeptanz, Faszination und Liebe. Und das resoniert mit dem Geist des anderen. Das heißt, das Signal, das ich ins Feld gebe, entsprechende Geschäftspartner kommen auf mich zu, die in einem ähnlichen Geist unterwegs sind, entsprechende Kunden kommen auf mich zu, entsprechende Mitarbeiter. Das ist das, was ich anziehe. Und ein Geist der Angst zieht Angst oder maximal Ablehnung und Gleichgültigkeit an. Wir müssen aufhören. Okay, ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich, Sie und jeden von uns daran appellieren, jeder von uns kann der Unterschied sein, der einen Unterschied macht. Dazu müssen sich nicht erst Systeme ändern. Es funktioniert in jeder Branche, ob strukturschwach oder so. Also ich arbeite seit 20 Jahren mit Unternehmen und es hat überall funktioniert. Das ist wie die Schwerkraft, die spirituelle Intelligenz. Die Schwerkraft wirkt auch überall und sie wirkt in jeder Branche und an jedem Standort. Herzlichen Dank.